Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag, einen super Tag, einen spannenden Tag. Jedenfalls sind wir sehr froh um eure Rückmeldungen. Beim Ausgang der Aktionshalle findet ihr auf der rechten Seite bei der Bar 3 Recyclingboxen. Wenn ihr den Badge zurückgebt, könnt ihr mit diesen Recyclingboxen abstimmen, wie ihr den Kongress dieses Jahr fandet. Wir sind auch heute Abend noch vor Ort und nehmen auch gerne Feedback mündlich entgegen und auch jederzeit an office@digitale-gesellschaft.ch. Ja, ich hoffe auch, ihr hattet einen sehr guten Tag. Ihr dürft natürlich die Badges auch ohne euren Namen oder Fingerabdrücke abgeben, wenn ihr, wenn ihr anonym abstimmen wollt. Als kleiner Hinweis. Ich hoffe, ihr habt es hat euch gefallen und wir dürfen euch das nächste Jahr wieder begrüßen. Gleich gibt es noch ein weiteres Programm. Jetzt bleiben uns noch die Danksagungen. Aber davor möchte ich noch eine kleine Korrektur machen. Ich habe am Anfang bin ich davon ausgegangen, dass alle hier Mitglieder sind. Von 400 Teilnehmern hat unsere Recherche ergeben, dass 180 nicht Mitglieder sind. Kleine Datenanalyse. Deswegen sage ich es. Wir laden euch sehr herzlich ein, Mitglieder zu werden. Ihr könnt das online machen oder auch per Briefpost an Digitale Gesellschaft 4000 Basel, wenn ihr eure Daten der Post vertrauen wollt. Genau, jetzt komme ich zum Dank. Zuallererst möchte ich allen Speakerinnen und Speakern danken, die ihr alle freiwillig und ehrenamtlich ihre Vorträge gehalten haben. Und ja, vielen herzlichen Dank. Ein Applaus für alle SpeakerInnen. Als nächstes möchte ich dem OK danken, namentlich Daniel, der die Saalverantwortung innehatte, Paki, der die Speaker mit den Speakern kommuniziert hat. Bastu hat das Netzwerk gemacht. Pascal war heute unentwegt als Springer im Einsatz. Simon für das Ticketing. Jami für seinen großen Einsatz beim Aufbau. Elian für Einlass und Info. Und Kire, der alle Fäden zusammenhalten musste. Herzlichen Dank. Als nächstes möchte ich CH VOC danken. Das ist ein bisschen kryptisch. Das ist Schweiz Video Operations Center, das CCC. Das sind die, die die Videoaufnahmen machen und den Stream geschafft haben zu machen. Namentlich möchte ich Raoul und Claude danken. Ganz herzlichen Dank. Und auch den vielen weiteren Helfer und Helferinnen, die heute hinter den Kameras stehen. Wir hatten heute etwas über 50 Helferpässe, also heute waren über 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz und denen möchte ich auch nochmals ganz herzlich danken, weil sie sind doch wesentlich für das Gelingen seiner Veranstaltung verantwortlich. Danke euch. Nun gibt es noch zwei Dankesblöcke, die Rote Fabrik. Als unsere Gastgeberin und die WOT, als unsere Medienpartnerin, möchten dich herzlich danken. Reclaim Democracy Denknetz und Init7 für das Internet. Und nun zuletzt möchte ich noch Vorschusslorbeeren verteilen, und zwar Bennys Bar in der Chat-Halle, die wir anschließend aufsuchen sollten. Ja, wie bereits erwähnt, die Talks werden in ein paar Tagen, Wochen auf media.ccc.de zur Verfügung stehen und wahrscheinlich auch noch auf YouTube und anderen Kanälen.
Bevor wir nur zum Schlussakt kommen, möchte ich noch eine Vorschau machen auf nächste Woche. Und zwar finden nächste Woche Donnerstag bis Samstag hier in der Roten Fabrik der Kongress Reclaim Democracy statt, an dem es wieder viele spannende Plenumsveranstaltungen und Ateliers gibt. Und auch die DigiGES und die Internet Society ist dort mit einem Vortrag, mit einem Workshop zum Thema Reclaim the Internet vertreten. Hier kommen wir nun zu unserem Abschlussakt. Wir schließen den offiziellen Teil mit der Weltausstellung von Republic Domain von DOC 18. 2009 startete DOC 18 mit dem Projekt Republic Domain. Die Idee ist es, Werke von vor 70 Jahren verstorbenen Künstlerinnen und Autorinnen, die jetzt gemeinfrei sind, zu recherchieren und wieder bekannt zu machen. Wir werden nun die Weltausstellung sehen mit einer Auswahl von im Jahr 2019 gemeinfrei gewordenen Werke. Viel Spaß, bleibt noch hier und verweilt auch noch eine Weile an der Bar.